Bekommen Sie Ihre Gehaltsabrechnung immer noch per Post oder haben Sie sich schon grün geklickt? 20% der Telekom-Mitarbeiter haben geklickt. Sie verzichten auf den Postversand und setzen auf die E-Mail. Die Telekom engagiert sich im Gegenzug für ein Umweltprojekt und spendet 13.000 neue Bäume für den Westwald von Darmstadt. Bei der gemeinsamen Baumpflanzaktion mit Vertretern der Stadt und des Forstamts konnten die Mitarbeiter selbst mit anpacken. Bisher wurden Monat für Monat 140.000 Gehaltsmitteilungen per Post versandt, aneinandergereiht eine Papierstrecke von rund 40 Kilometern. Ja, durch die Einführung der E-Mail für Mitarbeiter haben wir heute die Möglichkeit, jedem Kollegen und jeder Kollegin papierlos seine HR-Dokumente zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen hiermit zum einen bezwecken, dass die Nachhaltigkeit unterstützt wird, auf das Papier zu verzichten. Und zum anderen haben wir natürlich noch einen schönen Nebeneffekt, dass wir enorme Kosten sparen, was das Porto angeht. Ja, das Engagement der Telekom bedeutet uns sehr viel. Gerade hier im Westwald ist es wichtig, neu aufzuforsten. Und 13.000 neue Bäume hier anzupflanzen, ist ein Bekenntnis zum Standort und natürlich zur Umwelt und auch zur Nachhaltigkeit. Und deswegen bedanken wir uns als Stadt herzlich für das Engagement des Unternehmens. Ja, Sie pflanzen jetzt kleine Setzlinge, Kiefernsetzlinge, die sind 2 Jahre alt. Bis wir also einen alten Kiefernbestand vor uns haben, den wir hier in der Nachbarschaft sehen, werden über 100 Jahre vergehen. Für ein besseres Klima werden Kiefern und Hainbuchen neu aufgeforstet, in direkter Nachbarschaft zum zweitgrößten deutschen Telekom-Standort. Ich verzichte schon seit Jahren auf Papier. Ich habe mir schon vor Jahren eine private E-Mail beauftragt und für mich ist dieses Thema ganz normal. Ich brauche kein Papier. Ich bin froh, wenn ich alles digital und sicher empfangen kann. Übrigens, wer sich grün klickt, spart sich den Weg zum Briefkasten und hilft gleichzeitig mit, einen Berg von 12 Tonnen Papier pro Jahr zu reduzieren.